Hallo bei Bildner TV. Mit einem modernen Handy kann man über einen Schnappschuss ganz einfach witzige Fotofilter legen. So ein aufgehübschtes Bild ist dann ganz schnell an Familie oder Freunde verschickt. Mit der EOS 90D klappt das Aufpeppen mit Filtern ganz ähnlich. Die Kreativfilter der EOS 90D erzeugen ganz automatisch coole Fotoeffekte. Welche das sind und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Hi, ich bin die Caro. Hi, ich bin der Christian. Kreativfilter klingt so nach Bildbearbeitung. Ist es nicht sinnvoll, das Ganze am Computer zu machen? Grundsätzlich schon, bloß habe ich halt normalerweise meine Kamera dabei und nicht meinen Computer. Aber Stimmt es auch, stimmt ja. natürlich. Also Kreativfilter ist eine Sache. Ich habe ein Bild als Ausgangsmaterial und lege dann Filter drüber. Diese ganze Geschichte kommt natürlich aus der Smartphone-Fotografie, Instagram und so. Also diese Instagram-Filter, diese Ecke ist es, um die wir hier gerade uns bewegen. Also ich habe mein Device dabei, ob das jetzt eine Kamera ist oder ein Smartphone oder jetzt hier, wir reden ja über die EOS 90D, habe die EOS dabei, mache ein Foto und lege einen Filter drüber. Das ist ein ganz klassischer Ablauf, wie man ihn auch am Computer machen kann, mit dem Vorteil, natürlich am Computer, ich habe einen großen Bildschirm, ich kann die Filter rückgängig machen, ich kann die mit anderen Filtern nochmal überarbeiten, also da kann ich viel mehr spielen. Hier geht es tatsächlich darum, ich mache schnell einen Schnappschuss, jetzt eben mit Handy oder mit Kamera, mit der Canon, lege einen Filter drüber und schicke den weiter, weil es halt gerade einfach Spaß macht. Okay. Also ohne jetzt da groß zu verkopfen und irgendwas zu designen oder gestalten, sondern es geht wirklich nur um Spaß am Fotografieren. Aber die EOS 90D kann das Die richtig kann es. gut. Ja, die Kamera ist natürlich nicht mit dem Handy vergleichbar. Auf dem Handy gibt es wahnsinnig viele Spielereien, die dann auch völlig nutzlos sind. Da ist die Kamera cooler. Die hat ein begrenztes Feld an Kreativfiltern, also eine begrenzte Anzahl, die aber richtig gut sind. Und auch was die Qualität angeht, natürlich dieser Kamera entsprechend gute Ergebnisse liefert. Also insofern kann man schon sagen, dass die Kreativfilter hier eine andere Hausnummer sind. Es ist ja ohnehin eine super Kamera. Total. Ja, die ist cool. Ich habe das Vorgängermodell immer noch bei mir im Fotostudio stehen, weil ich mich einfach nicht von ihr trennen kann. Also, ich bin jetzt am Überlegen. Vielleicht switche ich jetzt noch um. Aber naja, im Moment steht es noch nicht an. Zu den Kreativfiltern. Wo finde ich denn die bei der Canon? Magst du uns das mal Die sind demonstrieren? ganz, ganz simpel zu finden. Die Kreativfilter sind nämlich so prominent platziert hier oben auf dem Moduswahlrad. Wenn man hier das Moduswahlrad auf dieses Symbol der beiden ineinander verschlungenen Kreise, nein, es geht nicht um Hochzeitsfotografie, aber diese beiden ineinander verschlungenen Kreise stellt, dann erreicht man die Kreativfilter. Wenn ich hier hinten auf die Q-Taste drücke, dann erreiche ich auf dem Monitor hinten gleich die Auswahl für die verschiedenen Filter. Sieht man hier, da ist auch gleich ein Button. Ich navigiere übrigens hier hinten zu den einzelnen Optionen mit dem Multifunktionsrad hinten auf der Kamera. Wenn ich hier dann die Set-Taste drücke bei Filter auswählen, dann erscheinen hier auf der linken Seite all die Filter, die die Kamera zur Verfügung stellt. Gehen wir mal zum ersten Filter, zu Körnigkeit Schwarz-Weiß. Ich drücke hier OK, der Filter ist jetzt ausgewählt. Jetzt kann ich hier noch ein paar andere Dinge, ein paar Optionen einstellen, die Betriebsart, also zum Beispiel hier Einzelbild, Serienaufnahmen, Fernauslöser und so einstellen oder den internen Blitz. Was ich jetzt nicht mache, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Interessanter ist hier die Effektstärke einzustellen. Also wenn ich hier hoch scrolle, Kontrast, ich kann also hier über das hintere Wahlrad die Stärke des Kontrasts, der hier bei der Schwarz-Weiß-Aufnahme, die jetzt dann entsteht, angewendet werden soll. Wenn ich das Ganze wieder quittiere mit der Set-Taste und über die Q-Taste wieder zurückgehe, bin ich wieder im Fotomodus und kann eben jetzt meine Aufnahme machen. Das heißt eben jetzt, jede Aufnahme, die ich jetzt mache, die wird dann gleich ganz automatisch mit diesem Filter versehen. Ja, alle Kreativfilter, die du uns heute zeigst, werden ja ausführlich im Buch erklärt über die Canon EOS 90D vom erfahrenen Fotografen Paul Sänger geschrieben. Da kann man auch richtig tief in die Materie eintauchen. Was steht denn da alles noch drinnen? Also der Wälzer hat ungefähr 400 Seiten. Ich habe mal durchgesehen. Das Gute oder das Tolle an diesem Buch ist, dass ich die Kamera eben nicht nur technisch bis ins letzte Detail erfahren und erleben kann, sondern es ist halt praxisorientiert. Wenn ich, was weiß ich, Landschaften fotografieren will, dann erfahre ich in diesem Buch, wie ich Landschaften mit der EOS 90D fotografiere. Natürlich ist da viel Grundlagenwissen mit dabei, aber es geht halt ganz explizit auf diese Kamera und die Problematiken oder die Tipps und Tricks, die ich mit der Kamera eben brauche, um bestimmte Genres zu fotografieren, ein. Also,
das Buch ist für alle, die wirklich ernsthaft mit der EOS 90D fotografieren wollen, absolut zu empfehlen. Und übrigens, kleiner Tipp, wir haben zur 90D auch schon andere Videos gemacht und wir machen auch noch ein paar. Schaut am besten mal in der Playlist nach. Also da findet ihr noch ein paar Infos und müsst nicht mal lesen, sondern könnt zugucken. Zurück zu unseren Filtern. Wie viele Filter hat denn die Kamera hier zu bieten? Die Kamera hat, schauen wir doch mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Filter hat sie. Schauen wir uns die einfach mal der Reihe nach mit Beispielbildern an. Gerne. Ich drücke jetzt hier die Taste Q, dann erscheint hier hinten auf dem Display wieder meine Auswahl an Filtern. Es fängt an mit dem Filter Körnigkeit Schwarz-Weiß. Da ist klar, hier geht es um Schwarz-Weiß-Fotos. Wie wir vorhin schon gesehen haben, man kann den Effekt, also die Effektstärke steuern, also den Kontrast dieses Schwarz-Weiß-Fotos in drei Stufen regeln. Von sehr wenig Kontrast bis richtig heftigen Kontrast. Allerdings die dritte Stufe ist schon sehr knackig, also da muss man aufpassen, dass man nicht Stellen hat, die wirklich pechschwarz werden oder eben komplett ausfressen, also komplett weiß werden. Also ich würde lieber mit der ersten oder mit der zweiten Stufe ausprobieren. Und wie gesagt, die Fotos, die dann gemacht werden, die werden dann auch in Schwarz-Weiß gespeichert. Kleiner Tipp dazu, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass die Fotos, also mit diesem Filter, dass ihr die vielleicht auch noch so irgendwie in Reserve habt, falls ihr vorhabt, die noch am Computer zu bearbeiten, macht einfach noch ein Foto mit einer anderen Einstellung, also nicht in den Kreativfiltern, sondern zum Beispiel in der Vollautomatik, um dann einfach nochmal die Basis zu haben für weitere Bearbeitung am Computer. Gehen wir mal zum zweiten Filter, der Weichzeichner, ein Klassiker in der Fotografie seit 800 Jahren ungefähr. Naja, Weichzeichner kennt man ja, es werden die Kontraste abgemildert, alles wird sehr duftig weich dargestellt, es wird alles ein bisschen unscharf, muss man auch ausprobieren, ob einem das gefällt. Auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, die Effektstärke anzupassen in drei Stufen. Das ist wirklich Geschmackssache, muss man ausprobieren, ob einem dieser Weichzeichner-Effekt gefällt. Der nächste Effekt ist eigentlich auch ein Klassiker, der Fisheye-Effekt. Fisheye, diese Objektive, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, das sind extrem gebogene Objektive mit einer Frontlinse, die wirklich aussieht wie eine Kugel. Und Fisheye ist tatsächlich der Effekt, als würde vermutlich sehen Fische so, ich weiß es nicht, war noch nicht Fisch, aber man hat einen extremen Bildwinkel. Also man sieht wirklich 180 Grad nach links und rechts, oben und unten, und dadurch werden alle geraden Linien, die im Bild sind, die nicht in der Mitte des Bildes sind, komplett verbogen. Und diesen Fisheye-Effekt kann man eben mit der Kamera auch simulieren. Das bietet sich zum Beispiel jetzt bei der Architekturfotografie an. Da sieht es manchmal ganz lustig aus, also da verwende ich auch ab und zu mal diesen Effekt. Ich finde den überhaupt sehr witzig. Das ist ziemlich cool, ja, ist cool. Übrigens, leider, soweit ich weiß, kann man diesen Fisheye-Effekt nicht in Videos bringen. Nur zum Hinweis, auch wenn man die Kamera, die EOS, im Videomodus hat, da gibt es sowas Ähnliches wie Kreativfilter. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir zum nächsten. Der Spielzeugkamera-Effekt. Meine Tochter hat tatsächlich als kleines Kind, so als Dreijährige, eine Spielzeugkamera gehabt, die tatsächlich Bilder gebracht hat, die ähnlich so ausgesehen haben. Also fürchterliche Farben, Vignettierung, also Randabdunklung, ein bisschen unscharf, wenig Sättigung. Also wenn man solche Bilder haben möchte, die nach Retro- und 70er-Jahre-Look aussehen, ist dieser Spielzeugkamera-Effekt ganz witzig zu machen. Den würde ich mal ausprobieren, vielleicht auch so für eine Einladung, für einen Kindergeburtstag oder so ein Porträt machen mit diesem Spielzeugkamera-Effekt. Kann ich mir gut vorstellen. Der nächste Effekt, der Miniatureffekt, ist ein Klassiker. Da gab es mal, oder es gibt nach wie vor, eine Fernsehserie Sherlock. Die BBC hat diese Serie initiiert oder gefilmt, und das Intro dieser Serie war mit diesem Miniatureffekt gefilmt oder wurde mit diesem Miniatureffekt gefilmt, jetzt nicht mit dieser Kamera, aber da geht es darum, eine Landschaft oder eine städtische Szenerie zu filmen oder zu fotografieren und den Eindruck zu erwecken, als wäre man in so einem Lego-Miniatur-Wunderland. Das heißt, solche Miniaturgeschichten fotografiert man mit Makroobjektiven, geht also sehr nah ran. Das heißt, die Schärfentiefe ist wahnsinnig begrenzt. Das heißt, nach oben und nach unten, links oder rechts, wird die Schärfe sehr schnell extrem, die Unschärfe sehr extrem. Und das macht man mit diesem Miniatureffekt. Und der funktioniert tatsächlich sehr, 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 sehr gut mit der EOS 90D. Als nächstes haben wir den Aquarelleffekt.
Hier geht es um Fotos, die dann eher aussehen wie Gemälde, wie Malereien. Ich persönlich verwende diesen Effekt jetzt weniger, weil mir der zu wenig ausdrucksstark ist. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man jetzt Blumenblüten so fotografiert mit diesem Aquarelleffekt und sowas dann auch wirklich groß ausdruckt und an die Wand hängt, könnte sein, dass das wirklich gut aussieht. Also das ist gerade für Blumenblütenfotografie mit Sicherheit eine Option. Das nächste ist HDR. Dazu muss man sagen, HDR ist eine Technik, die eher kompliziert ist. Normalerweise setzt bei HDR eine Kamera auf 3, 4, 5 verschiedene Belichtungen, also Helligkeiten von einem Motiv. Und diese 4, 5 verschiedenen Helligkeiten werden übereinander montiert zu einem einzigen Bild, um eben den Tonwertumfang von hell zu dunkel zu maximieren. Sowas simuliert der Effekt HDR. Um eben aus einem Motiv, das eigentlich extrem kontrastreich ist, zum Beispiel super heller Himmel und ein ganz finsterer Kelleraufgang, das irgendwo zusammenzubringen und sowohl im Himmel als auch im dunklen Kelleraufgang noch Zeichnungen und Details zu haben. Also dafür ist der Effekt HDR gedacht. Außerdem kann man mit dem Fotos machen, zum Beispiel in so Lost Places Fotografie, wenn man so alte Gebäude oder sowas fotografiert, da wird sowas häufig verwendet. Das ist so ein ganz spezieller, knackiger, satter, farbenreicher Look. Ja, angenommen, ich habe jetzt einen Schnappschuss gemacht mit Kreativfilter. Mhm. Kann ich den dann, so wie mit dem Smartphone, auch mit der Kamera versenden? Grundsätzlich ist die Kamera natürlich kein Smartphone. Also ich brauche, um Bilder von der Kamera zu versenden, tatsächlich noch ein Smartphone. Aber ich kann mein Smartphone über WLAN und Bluetooth mit der Kamera verbinden. Das ja. Ich brauche also mein Smartphone mit der Canon-App. Da gibt es eine App, die findet ihr im App Store oder im Play Store von Google, die dann eben mit der Kamera kommuniziert. Ich kann diese Bilder dann ganz einfach aufs Handy schicken und von da aus dann weiterschicken. Also direkt von der Kamera geht es jetzt nicht, außer ich bin mit der Kamera per USB mit einem Computer verbunden, der dann wiederum mit dem Internet verbunden ist. Das wäre die andere Lösung. Aber eigentlich ist natürlich das Smartphone der Weg, um Bilder irgendwo in die Welt zu schicken, klar. Aber trotzdem, die Canon ist eine klasse Kamera. Ja, absolut. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum Buch. Wir machen noch mehr Videos, weil die Canon gibt ja richtig viel her. Ja, also abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und sehen uns hoffentlich bald wieder bei Bildner TV. Ciao. Ciao.